Und da sind wir wieder voll am Start. Tatsächlich gehen wir jetzt wirklich mal wieder ins VGC rein. Ich muss ein bisschen leise reden, es ist sehr spät gerade. Eine neue Saison hat begonnen. Ja, wir haben ja eh nichts mehr gemacht. Anfängerklasse Stufe 2, habt ihr gesehen, wir haben nichts gemacht. Ich habe auch nicht vor, wirklich jetzt aufzusteigen, gehen auf Doppelkampf. Ne, wollen Kampfteams nicht zeigen. Ich weiß jetzt auch nicht die Regeln, ich weiß auch nicht, was ich für Teams gerade so am Start habe. Wir gehen aber auf jeden Fall mal rein, gucken dann zusammen durch. Hier VGC, wir nehmen dann das hier. Kann ich hier Team registrieren? Gehen wir mal kurz. Wir wollen auf Bericht gehen. Da muss ich nicht die ganze Zeit die Sets immer ändern und in der Videobeschreibung reinpacken. Vielleicht werde ich es auch irgendwie so machen, dass wir die per ID dann irgendwie noch dazu und so. Wir haben unser Gastrodon. Ich werde dann immer wieder hier so ein bisschen gerade durchgehen. Mit Werten, Attacken und so weiter und so weiter. Das Wesen ist mutig. Man das jetzt hier immer so. Das ist dann am besten. Muss ich hier auf der Seite 1 irgendwas zeigen? Ich glaube nicht. Doch, da ist das Item tatsächlich. Okay, machen wir dann so. Können wir einfach hier gerade durchgucken. Geht ja relativ flott. Unser rotes Speck hier haben wir auch da. Leider falsches Wesen. Habe ich in deiner Raid mal gehabt, wo damals das Relaxo-Event war. Sehr nice. Habe ich nicht resettet tatsächlich. So, unser Monte Carlo ist auch am Start. Speziell tatsächlich. Ist sehr nice. Cobalium haben wir auch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Cobalium gerade verboten ist. Ich glaube nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich irgendwas mit Prügler dabei habe. Wir haben Lausi mit am Start. Jo. Ich glaube, das war's auch tatsächlich. Ja, das war's, das war's, das war's auch. So, gehen wir hier wieder raus. Machen wir direkt weiter, Leute. VGC, würde ich jetzt ganz ehrlich gehen. Wir machen einen Kampf, um mal wieder reinzukommen. Ich habe jetzt sehr lang kein VGC mehr gespielt. Sieht man ja. Lassen Musikkampfturm. Tut mir leid. Ich darf auch nicht zu laut reden. Weil ja, unten die Mitbewohner, die töten mich. Wobei, können sie nicht. Assis. Sind auch immer mega lang wach. Moment, ich muss mal kurz hier Skype auf meinem anderen PC schließen. Es kommen hier gleich Töne, das wollen wir ja nicht. Es wird nach einem Gegner gesucht. Ja, es dauert gerade irgendwie verdammt lange. Und ich merke gerade, ich habe Durst. Wir warten und warten. Es muss laden. Ich will dicke Karren fahren. Es reimt sich nicht. Scheiße. Ja, wird nach einem Gegner gesucht. Warum dauert es denn so lange jetzt? Weil wir so lange nicht mehr gespielt haben oder was? Oder ist mein Internet irgendwie? Ne, mein Internet ist alles gut. Ich kann ja hier gerade gucken. Wäre alles so gut verbunden. Mittlerweile mal, wobei die Sprachqualität jetzt so scheiße ist, weil ich gerade tatsächlich nur über OBS aufnehme und die Audiodatei von mir, also die Sprache nicht extern. Deswegen kann es immer sein, dass sich das ein bisschen anders anhört, als wenn ich jetzt ein normales Video hochlade, jetzt hier von Pokémon Go oder so. Das ist ja ganz anders von der Qualität her. Ich muss gerade gucken, ob wir hier den Bildschirm richtig haben. Ja, haben wir. Es wurden Gegner tatsächlich auch gefunden. Mai Rang 1. Okay, alles klar, wir gehen rein. Machen einen Kampf jetzt nur, das hier wird eine kurze Episode. So, hat ein sehr solides Team tatsächlich dabei. Wir sehen ein Kramo, wir sehen ein Monty T, heißt es so. Wir sehen ein Kikli. Okay, ein Kikli. Habe ich noch nie im VGC gesehen. Potrot, wird wahrscheinlich schon ein Hausbruch mit Umkehrung sein. Da müssen wir ganz genau überlegen, weil wir haben ja nicht so viel Zeit jetzt hier. Wäre Gastrodon hier eine Option? Nein, ich sehe keine Wasserattacken. Und würde auch ganz ehrlich nichts jetzt irgendwie sehr gut treffen. Primarene wäre astrein. Primarene mit Monte Carlo. Ich denke, das ist der Play tatsächlich. Primarene kann sehr gefährlich werden. Ich hoffe, das ist das Richtige. Wir müssen noch mal gucken auf Bericht. Ich habe ja damals schon das Falsche mitgenommen. Da haben wir ja eine richtige Arschkarte gehabt. Bitte sei das Richtige. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke schon. Wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Was ist denn noch guter hier gegen den? Ich sehe Käfer. Er hat aber auch Kampf. Und das ist nicht so geil gegen mein Kobalium. Felinara tatsächlich. Aber ich habe dann noch eine Fee dabei. Wir nehmen Felinara mit. Und tatsächlich. Wir haben jetzt zwei physische, zwei spezielle. Lass mich hier mal überlegen. Lohnt sich Gastrodon? Das ist die Frage. Lohnt sich Gastrodon oder Cobalium? Mit Cobalium können wir mit der Sancto-Klinge trotzdem Schaden machen. Wir nehmen Cobalium mit. Ich habe keinen Bock, dass Kramo Faxen macht. Cobalium ist jetzt der Play. Gehen natürlich auf den Obvious Play. Ich denke, er wird irgendwas mit Mogelhieb haben. Das müssen wir predicten. Wir gucken jetzt mal. Kampf gegen Mai beginnt mit der Nummer 103. Ich bin gespannt. Spielt auch die Schwert. Auf ein gutes Match, Madame. Das hier wird eine sehr kurze Folge, Leute. Ich will einfach mal jetzt nur wieder reinkommen. Frostmourne und Sirfetch'd. Okay, warum? Was machen die? Das ist die Frage. Also Frostmourne kann ich definitiv one-shotten. Aber die Frage ist, dass Sirfetch'd, das wird mir sehr wehtun. Das ist nicht gut. Wir gehen tatsächlich. Die Schallwelle wird den Typ Wasser annehmen. Das ist nicht gut. Gehen wir auf den Zauberschein. Damit wir Sirfetch'd sehr effektiv treffen können. Ja, das ist der Play. Was machen wir? Wir gehen hier auf ein Schutzschild, um zu gucken, was macht er. Ich werde jetzt nicht auf den Obvious Play gehen und die Gigaform annehmen. Das wäre jetzt nicht gut. Der Kampf wurde aufgegeben. Schade.
Mai, ich hätte jetzt Bock gehabt. Wir gehen jetzt direkt in den nächsten auch rein. Schade. Ich hätte halt gern gewusst, was das Lauchzulot machen wollte. Aber dann halt nicht. Ja, ich hätte jetzt auch gucken können. Mist, jetzt habe ich mich verklickt. Wir gehen direkt auf den neuen Kampf. Gucken, dass wir es zeitlich auch schaffen. Ja, jetzt steigen wir noch im Rang. Okay, nein, steigen nicht auf. Das ist gut. Das wäre jetzt ein bisschen scheiße. Wir nehmen mal die Turniermusik. Nein, ich will nicht die Arenaleitermusik. Die ist so Mainstream. Ich kann sie nicht mehr hören. Die ist zwar geil, aber die läuft ja immer. Der Kampf gegen Pokémon Rang 1 beginnt. Okay, er hat auch sehr viel Power dabei. Ich sehe wieder Legis. Ein Gengar. Was? Wieso hat er so viele Pokémon, die Giga haben können? Okay. Relaxo ist tatsächlich nicht gut hier. Und ich habe auch keinen Bock, dass Primarene von Gift getroffen wird. Gastrodon ist tatsächlich hier ausnahmsweise der Play. Hat die Erdkräfte drauf. Hat er sonst irgendwas, was mir wehtun könnte? Ich könnte Kobalium tatsächlich mitholen. Aber Kobalium ist nicht das schnellste Pokémon. Ich könnte Doppelfee. Doppelfee wäre tatsächlich ein sehr guter Play. Nein, wir wollen ja mal Monte Carlo rausspielen. Wir wollen jetzt mal wirklich Monte Carlo auch mal richtig testen. Wobei die Strategie kennt ja auch fast jeder. Wobei, er hat so viele Wasser-Pokémon, das ist doof, das ist dumm, was ich dann mache. Das ist jetzt nicht gut. Wir nehmen Gastrodon tatsächlich mit. Wobei Gastrodon, das ist nicht geil mit Primarena als Combo. Wir nehmen Kobalium dazu. Was hat Kobalium sonst bis jetzt? Hast du seinen Kopfstoß? Das brauche ich nämlich. Nein, hat er nicht. Er hat den Eisenschädel. Oh, jetzt ist Maria. Ich habe halt keinen Bock, dass uns eine Giftattacke hier voll auseinander nimmt. Felinara ist halt zu langsam mit der Feentafel. Ja, schön. Versteckt den Ruckzuckhieb. Ah, wir nehmen Gastrodon als zweites. Es geht nicht anders. Wir nehmen Gastrodon. Scheiße, ich muss mich beeilen. Ja, ich muss jetzt hier einfach auswählen, Leute. Es tut mir leid. Oh nein, komm, 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 komm. Ja, jetzt konnten wir überhaupt keine Strategie raussuchen. Das ist nicht geil. Es tut mir leid. Wir werden es nicht auf Meisterball, denke ich, hochspielen. Das frisst alles viel zu viel Zeit, weil ich lade ja die Schwert- und Schild-Wi-Fi-Battles nur einmal die Woche hoch. Und ich müsste mir das mal im Stream oder so machen. Das ist jetzt nicht geil, dass wir keine Strategie haben, das sage ich euch jetzt schon. So, der Kampf gegen Grünling Piccolo beginnt. Er schickt Primarina und Inteleon. Okay, Doppelwasser, das ist sehr gut, dass Gastrodon draußen ist. Dann können uns die Wasserattacken nichts. Kann mit Erdkräfte soliden Schaden machen. Wir haben Doppel-Shiny. Ja, okay, mein Gastrodon natürlich nicht. So, machen wir die Lehmbrühe oder wir gehen auf die Erdkräfte, würde ich ganz ehrlich sagen. Auf Primarene. Und hier können wir eigentlich auf den Zauberschein drücken. Wobei, ich hätte gern die Schallwelle. Wir können es mal testen, ob das Halsspray trotzdem triggert. Das bräuchten wir nämlich jetzt. Das bringt nichts. Ich habe den Sturmsog, Bruder. Das wusste er vielleicht nicht. Weiß es nicht. Mondgewalt. Oh, das könnte guten Damage auf Gastrodon machen. Aber er geht nicht auf Gastrodon. Okay. Er geht nicht auf Gastrodon. Jetzt weiß ich aber, dass er uns outspeedet. Das ist sehr gut. So, unsere Schallwelle ist tatsächlich durchgekommen. Ist nicht sehr effektiv. Ist klar, wird er zum Typ Wasser. Unser Halsspray ist jetzt getriggert. Jetzt können wir mit Zauberschein guten Step-Damage noch dazu kloppen. So, die Erdkräfte kommen. Was macht es? Das ist jetzt die Frage. Es müsste gut. Ja, sehr guten Schaden. Gastrodon ist natürlich das langsamste Pokémon, was ich im Team mit habe. Falls mal Bizarro-Raum kommt, wir gehen hier auf Inteleon. Und auf den Zauberschein. Er wird nichts mit Wasserattacken machen können. Er hat sonst nichts an Step. Das klappt nicht, Kumpel. Es ist der Sturmsog. Oder er ist gelockt. Das kann natürlich auch sein. Möchte nicht rauswechseln. Das kann natürlich sein. Ich habe gleich ein richtiges Biest draußen. Jetzt geht er wieder auf Primarene. Bitte kein Crit. Oh, okay. Das ist gut. Ist egal, ob der Spezialangriff jetzt wieder sinkt. Der Zauberschein macht trotzdem sehr guten Damage. Er macht seinen Job jetzt auch. Inteleon müsste überleben. Ja, Inteleon überlebt. Aber Primarene ist raus. Davor hatte ich tatsächlich auch am meisten Angst. So, Erdkräfte. Nimmt dann auch direkt seinen Inteleon mit. Das war ein sehr guter Play von unserer Seite aus. Doch gut, dass ich mit denen geleadet habe. Die Schallwelle trifft uns ja tatsächlich nicht. Die trifft ja nur den Gegner. So, jetzt bin ich gespannt, was reinkommt. Ich hoffe, er gibt nicht auf. Wenn nicht, ist, wie gesagt, Leute, das hier wird eine sehr kurze Folge. VGC-Kämpfe gehen ja relativ flott. Wobei Schwert und Schild ja eh flotter geht, weil du halt da übelst Zeitmangel hast. Ich hoffe, die Sprache ist jetzt diesmal laut genug, weil im letzten Part war sie ja zu leise. Und der Ton war zu laut. Wenn nicht, dann muss es Schwert trotzdem hochladen. Verbindung wird hergestellt, er überlegt, er hat ja nur zwei Pokémon, schickt sie doch einfach raus. Da gibt es nichts zu überlegen tatsächlich jetzt. So, ich denke, das Ding wird auf die Giga gehen, da habe ich keinen Bock zu. Wir gehen jetzt auch auf die Diner mit Gastrodon tatsächlich, oder er könnte auch auf die Giga gehen. Aber ich habe keinen Bock.
dass der Müllsack hier Faxen macht. Wir gehen hier, das macht Spätz-Dev hoch, ja. Spätz-Dev. Primarene ist eigentlich egal, es hat die Wasserdüse drauf, wir machen ein bisschen Chip-Damage auf das Oshis Legi natürlich. Spiele ich nicht, werde ich niemals spielen. Ja, macht Torus deinen Diener, Giga, Diener. Diener, Diener. Ich kenne Diener tatsächlich. Chaosblüte, grüß dich. Danke, dass du hier wieder. Ich sag das immer wieder, dass wir das hier rausmachen müssen. Ich finde, das sieht immer aus wie ein Shiny, aber ist tatsächlich auch keins. Ja, 10 Minuten Part ungefähr wird's. Da sind wir schon bei 10 Minuten, okay. Ist okay. Ich will ja den Algorithmus mit Pokémon Schwert nicht. Er outspeedet auf jeden Fall. Das ist klar, Gastrolanz ist das Langsamste. Ich will den Algorithmus ja mit Pokémon Schwert und Schild nicht streamen. Ist zwar so gesehen mein Hauptcontent von für mich aus. Also von mir aus gesehen eher so, sorry Leute. Ich mache den Ton vom Spiel mal ein bisschen leiser, weil das sieht gerade so aus, als würde der Pegel extremst ausschlagen. So, wir machen es jetzt mal so. So, der Sturm so wirkt natürlich wieder. War das jetzt, das war wegen meiner Wasserdüse, ne? Ja, das ist okay. Oh, Mülltreffer kommt. Oh, es hat verfehlt. Giga Multi, das ist auch Sturmsog. Das bringt nichts, Kumpel. Ich weiß nicht, ob er es wusste oder nicht. Das ist tatsächlich bei deiner Attacken oder Giga-Attacken auch dasselbe. Deine Wasserattacken bringen dann gar nichts. Das Ding ist tot, da kannst du sagen, was du willst. So, haben wir auch platt. Ja, der Crit, der hat auf keinen Fall gemattert. Guck mal, ich gucke jetzt gleich mal, auf was wir sind. Ich glaube, plus 5. Plus 4. Wir gucken jetzt mal die Runde. Außer er macht die Switch aus, das wäre jetzt nicht geil. Das interessiert mich gerade sehr. Wir müssten plus 4 oder plus 5 sein. Pokémon Info ist auf Y. So, Gastrodon ist auf. Plus 4. Plus 4 Spätz-Attack. Plus. Ja, da kann er nichts mehr machen. Das war's. Ja, wir gehen wieder auf den Deiner-Erdschuss. Es ist Stab. Ich gehe ganz ehrlich aber auch nochmal auf die Deiner-Düse. Tatsächlich auf mein Gastrodon selbst. Ist ja auch egal. Der Sturmsog wird halt jetzt wirken. So, jetzt sind wir noch höher. Das ist eine sehr geile Strategie, muss ich schon sagen. Okay. War jetzt halt nur spontan, aber hat geklappt. Hätte ja gern mit Monte Carlo gespielt, aber ich habe keinen Bock, irgendeine Kampfattacke zu fressen. Das bringt nichts, Kumpel. Du kannst dir draufkloppen, wie du willst. Das Ding hat KP des Todes. Da bringt dir dein Plus-1-Angriff auch nichts. Mal gucken, ob es ein One-Hit wird. Ich denke schon. Ich habe den Spezialangriff relativ gut ausgebaut. Das müsste aber reichen. Ja, definitiv. So, das war dann der Kampf für uns, Leute. Ich kann ja gleich nochmal durch die Sets genauer gucken oder ich lasse einfach mal so am Anfang drin, da muss ich auch nichts rausschneiden. Ich werde das Team jetzt, denke ich, aber dann jetzt online auf ID stellen, dann könnt ihr es ja selber mal ausprobieren. Das ist gut, ihr könnt damit bis zur Meisterballklasse hochspielen. Hab damit auch schon sehr viel gerobbt. Sind keine Uber drin, keine Legis oder sonst was. Ihr könnt damit eigentlich, denke ich mal, jede Saison zocken tatsächlich. Außer die werden mal irgendwann Gigabannen. Jetzt hier so ein Giga Monte Carlo oder so. Aber ist alles legal jetzt. Also ihr dürft die spielen. Keine Handicaps und so weiter. Jetzt habe ich mich leider verdrückt. Ich wäre gerne im Versus-Menü geblieben. Wir machen das jetzt noch. Wir haben noch Zeit. Dann gehen wir auf Kampfstation. Stadion, sorry. Machen auf Leihteam. Da könnt ihr euch das Team jetzt selber. Da muss ich die Sets halt nicht immer in die Videobeschreibung reinpacken. Dann könnt ihr die Sets dann per ID einfach selber spielen. Im Kampfturm, online oder sonst was. Wie ihr halt wollt. Hochgeladene Teams verwalten ist es, glaube ich, oder? VGC, das ist das nicht. Ich würde das jetzt dann ganz ehrlich nicht öffentlich machen. Ja. So, das geht dann jetzt weg, ne? Ich weiß gerade selber nicht, wie das geht. Sorry, dass das dann jetzt ein bisschen dauert, aber die Zeit haben wir jetzt noch. Ob wir jetzt hier auf die gegnerischen Runden warten im Kampf. Ah, jetzt geht's, jetzt geht's. So, hier ist VGC. Öffentlich machen. Ja. Könnt euch auch von mir aus was anderes dann reinholen. Kobayo mit Prügler spielen, weil Mimikma darf ja nicht mehr gespielt werden. Online. Also wenn ihr auf dem Stadion seid, natürlich nur, ne? So, wir gucken jetzt mal rein. Überprüfen. Da habt ihr die Team-ID. Ich werde einen Screenshot natürlich von machen. Werde es dann nachher nochmal einblenden. Also ganz am Anfang. Ich würde sagen, auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder bei Pokémon Go oder im Stream am Samstag. Wir streamen, sorry, jeden Samstag um 20 Uhr mal Pokémon Schwert. Werden Raids machen, tauschen oder sonst was. So, haut auf jeden Fall rein. Habt noch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht, whatever.